Stella, grüß dich. Hallo. Ja, und du bist nicht zu sehen. Gut, Ja, yeah. dann ist Ich ja bin nämlich alles. nicht gestylt. Bitte? Ich bin nämlich nicht gestylt. Nee, alles okay. Hier muss keiner gestylt sein. Ich sitze auch komplett unrasiert und noch ziemlich wasted hier vor der Kamera. Aber das ist halt Real Talk, ja. Und Ja. so sind wir hier auf dem Kanal gekommen. Meine Liebe, ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert, unseren Stream. Ja. Und ich muss dir was zu unserem ersten Stream sagen. Oi. Unser erster Stream hieß ja, also BDSM, ich war Sklavin, richtig? Ja. Ja. Und dieser wurde zufälligerweise gestern erst, also 24 Stunden vor unserem neuen Stream, auf 18 gesetzt. Wie? Also YouTube hat irgendwie sich den Stream nochmal vorgenommen und hat entschieden, dass dieser Stream erst für Personen und User ab 18 Jahre zugänglich zu machen ist. Das kann man als Kompliment sehen, kann es aber auch sehen, der wird natürlich jetzt ein bisschen geshadowbanned, aber spricht für Qualität. Und das war ja eigentlich ein Überraschungsstream, sage ich mal, weil mit dem Thema hatte ich ja gar nicht gerechnet, so. Ja, du, das ist, ich sag mal, das ist ja auch die Krux des Kanals. Ja, der Kanal wächst langsam. Wir haben eine super organisch gewachsene Community. Das ist natürlich Vorteil von so einem Kanal, der irgendwo auch vom Algorithmus nach unten gedrückt wird. Ja. Ja. Aber ja, es ist manchmal schwierig. Ja. Genau. Und Ja, aber was ist wir ja? haben auch gerade schon kurz im Gespräch besprochen, 2 Monate ist es her, dass wir uns zuletzt gesprochen haben. Ja, Wie ist Wahnsinn. es dir ergangen in den 2 Monaten? Gut, also ja, also ich bin immer noch clean Hm. und ja, Clean hatte zwar ein vom, du musst das mal auch für ein paar Leute erwähnen, die. Ja. Amphetamine, Cannabis Oh. und Alkohol. Ja. Ja, ich Kom hatte komplett zwar clean. Zigaretten rauchst du nicht. eins, zwei, doch, Zigaretten rauche ich, aber das ist für mich jetzt keine, ist eine Sucht, ja, aber jetzt keine berauschende, sage ich mal, ne? Das ist ja der Punkt, ich bin ja auch nikotinabhängig, genau wie du. Es ist eigentlich die sinnloseste Sucht, die es gibt. Ja. Weil ich Also ich sag finde mal, es auch. Tabak ist ja nun wirklich eine Substanz, die ja nun eigentlich gar nichts bewirkt, außer dass du nicht mehr entzügig bist. Ja, und vor allen Dingen, ich rauche so viel. Ich rauche hier so eine 27er Stück Packung an einem Tag weg. Das Also ist ich nicht bin echt. gut. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Also vielleicht werde ich das irgendwann mal, wenn ich standhaft mit den anderen Sachen bin, auch mal so ein bisschen regulieren. Und so E-Zigarette wäre nichts für dich? Nee, nee. Schon Das habe ich probiert? auch eine Zeit lang. Also ich habe es Ja. schon probiert, aber diese Geschmäcker da als, ich brauche diesen komischen, ekligen Nikotingeschmack. Ich weiß nicht warum. Es gibt auch Geschmack Bratwurst. Nur. Kein Scheiß. Nee, nee, ich muss irgendwie diesen Nikotingeschmack haben, warum auch immer, also diesen Rauchgeschmack halt. Ich weiß nicht. Dieses Also ich habe bisschen beißende. ja, ich weiß nicht. Was ich auch jetzt zur Zeit bin, ist extrem energiesüchtig. Oh, wow, okay. Ja. Was heißt das konkret? Wie viele Dosen ballerst du dir am Tag rein? Drei Dosen. Drei von den Rockstar oder Monster, diese großen Dosen. Also ein halber Liter pro Dose. Ja. 1,5 Liter Energy am Tag. Naja, noch steigerbar. Noch nicht, will aber nicht. Nein, 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 nein. Das sind ja auch Kalorienbomben, die du zu dich führst. Auf jeden, da ist massiv Zucker drin, ja. Ja. Na gut, okay, also wir halten fest, Nikotin und Energy Drinks sind das Thema momentan bei dir, aber Ja. im Vergleich zur Vergangenheit harmlos. Harmlos, auf jeden Fall, sehr harmlos. Genau, Ja, ich ja. habe ja, was ich selten mache, den Stream angekündigt mit einem richtigen Ja. Titel. Ja. 10 Jahre Speed haben wir heute hier stehen. Ja. Dann, ja, also ich kann mich noch erinnern, dass, ich meine, ich habe den Stream jetzt nicht nochmal angehört, aber der ist mir noch ein bisschen in Erinnerung. Es war ja schon viel mit Amphetamin, BDSM, Sex, das war alles ging einher. Ja, ja, Hm. ja, ja. Was ja auch, es schreit ja BDSM, danach warte mal, förmlich. BDSM muss ich dazu sagen, ich habe mich ein bisschen in der Zeit vergriffen, weil es ist ja alles immer so lange her. BDSM sind schon über 20 Jahre her. Und meine Speedsucht sind ja 10 Jahre her. Also bei BDSM war ja nichts mit Speed, nur in der Swingerzeit. Da habe ich mit Speed auch hantiert. Ja, also es ging los, da war ich 31, jetzt bin ich 48.
Und ja, da hat halt mein Freund damaliger mal so ein Speed mitgebracht und habe gesagt, oh, weil ich kenne das noch von früher, von der Jugend. Ich habe früher auch Ecstasy, Speed, LSD, alles Mögliche ausprobiert so und war aber dann über 10 Jahre clean, also habe nichts gemacht, gar nichts, war völlig clean und auch kein Alkohol oder so, mal ab und zu, aber sonst eigentlich nicht. Und ja, und dann kam mein Freund an mit Speed so und dann habe ich halt mal ein, zweimal gezogen so und war auch alles ganz cool und so. Und dann war das aber auch schon wieder rum, weil ich dann auch schwanger geworden bin und so. Also das war ein, zweimal so mal machen, ne? So, dann bin ich halt schwanger geworden, Kind bekommen. Dann haben wir uns getrennt. Da war die Kleine 2. Und ja, und dann ging es langsam los. So mit 37, 38 habe ich halt angefangen, Speed zu ziehen. Relativ spät, muss man ja sagen. Ja. Also das fällt mir jetzt gleich auf. Ich meine, die meisten fangen mit Speed mit 15, 16, 17 an. Ja. Bei dir kam das alles so ein bisschen verzögert. Ja. Wie gesagt, ich habe das ja auch in meinen jungen Jahren, hatte ich das ja auch alles schon genommen. So, ne? Und ja, aber dann jetzt im Alter kam das halt deswegen halt, weil ich alleinerziehend halt war, ne, oder bin. Und ja, diese ganze Überforderung und Arbeit, Haushalt, Kind, alles pipapo, das irgendwie alles unter ein Dach zu bekommen und die Kraft dazu zu haben, ist halt nicht so einfach, ne? Das ist halt das ist halt schon heftig so, ne? Also Und, man könnte fast schon sagen jetzt, man könnte den Streamtitel ja auch alternativ benennen, alleinerziehende Mutter greift zum Speed, um den Alltag zu schaffen. ja, Ist das so? so ungefähr, Ja. Und ich ja. denke, das ist gar nicht so selten. Nee, das ist nicht selten. Nee, das ist nicht selten. Also ich habe das schon bei Bam mitbekommen so, und man kriegt das so mit. Ja, weil du einfach dann mehr Leistung bringst, ne, und alles Aber ich unter. meine, du wirst doch auch emotionslos auf Speed, finde ich. Ja, Weißt du? ja. Also das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kriegst du das Organisatorische, Häusliche natürlich besser hin, aber Ja. emotional bricht ja völlig was weg. Ja, aber das merkt man so eigentlich. Also habe ich so erst gar nicht so groß gemerkt, so, weil ich immer so, also ich war nicht emotionslos, aber ich war schon so ein bisschen viel kalt so. Durch mein ganzes Leben halt stumpft man halt auch ab, so, wenn man einige Sachen so erlebt, keine Ahnung. Und aber mein Kind zum Beispiel, also das habe ich mit Liebe überhäuft, ne? Also das Kind hat davon nichts gemerkt. Also ich habe mit meinem Kind immer all, also ich, da kann ich mir nichts vorwerfen. Das sage ich auch zu jedem, kann ich nichts vorwerfen. Ich habe mit meinem Kind alles gemacht. Wir waren im Schwimmen, im Ballett, im Reiten. Wir haben gebastelt, wir haben gemalt, wir haben, also ich habe mich richtig intensiv mit meinem Kind jahrelang immer beschäftigt, so. Also ich habe die nie irgendwie in die Ecke gestellt und sich selber überlassen. Ich habe die immer bespaßt, immer bespaßt. Das war vielleicht auch ein bisschen mein Fehler, weil sie kann sich jetzt nicht mehr alleine bespaßen. Aber Wie viele Kinder hast du? eine. Eine. Und die ist jetzt wie alt? Sie ist jetzt 14. Spannendes Alter. Okay. Ja, aber jetzt lebt sie nicht mehr bei mir. Aber sie ist eigentlich täglich trotzdem bei mir. Oh, wo lebt sie Ja, denn? bei ihrem Vater. Okay. Also klingt auch spannend. Da kommen wir am Schluss dann hin, warum, Okay. wieso, weshalb. Okay. Ja. Ja. Aber bis 12, 11, 12 war sie bei mir. Ja. Und wie gesagt, also sie hat eine schöne Kindheit. Sie hat auch nie mitbekommen irgendwie, dass ich Drogen nehme oder so. Also ich habe das nie vor dem Kind gemacht. Ich habe das immer versteckt in meinem Zimmer oder dann später im Keller gemacht. Also sie wurde da nie mit konfrontiert. Ich meine, klar, umso älter sie wurde, so mit 11, 12, ich meine, ich habe ja auch Langzeittherapien hinter mir. Da wusste so langsam, also bei der letzten, seit der letzten Therapie, Langzeittherapie, weiß sie eigentlich Bescheid. Und das war 22, war das, ja, 22. Geh doch mal rein in diese Therapiegeschichten. Warum warst du dort? Also ich kann ja noch mal zurückspulen. Also das Ding ist halt, wie gesagt, ich habe immer Speed am Wochenende genommen, erst nicht, wenn das Kind da war halt, dann auch dann, wenn das Kind dann da war und irgendwann schwappt das auch um, also in die Woche rein und dann habe ich halt auch in der Woche konsumiert Wie viel hast du am und Tag so in der Hochzeit weggezogen?
Also jetzt in der Hochzeit, ganz am Schluss in der Hochzeit, 2, 3 Gramm. Das Und zwar viel. am Tag, ja. Ja. Aber beschreib doch mal für, also ich kann es mir ja vorstellen, aber beschreib doch mal für Leute, die da überhaupt nicht drin sind. Das heißt ja eigentlich, jede Stunde musst du da irgendwie auf Toilette verschwinden, um dir was reinzuziehen. Ich habe eine Katastrophe, also Erzähl. ganz, ganz, ja, Erzähl mir von Katastrophen. Das ist der Kanal dafür. Ja. ich hätte es mir am liebsten mit einer Schippe in die Nase Ja, geschippt. ja. So, also wirklich brutal. Also am Schluss war es richtig brutal. Da war ich nur am Ziehen, nur am Ziehen. Ich habe hier ein Haus und einen Keller. Und meine Tochter ist auch die letzten 5 Jahre gewöhnt, dass ich im Keller sitze, weil ich da halt auch rauche und so. Und nur am Konsumieren, die ganze Zeit nur am Ziehen, 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 Ziehen. Und das Ding ist einfach, man merkt ja gar nicht groß, also klar merkt man was von, aber man selber denkt, man merkt nichts davon so, ne? Weil irgendwann, ich meine, am Anfang, ganz früher, habe ich, wie gesagt, gebastelt, gemalt oder Sachen gebaut oder war richtig aktiv noch mit der Substanz. Aber jetzt am Schluss, die letzten 5 Jahre. Ja, danke, dass du sagst, weil alles hat seine Zeit. Ja, Ja. und ich kann mir das absolut vorstellen. Die Anfänge beim Speed, also wo du wieder eingestiegen bist, so als alleinerziehende, überforderte Mutter, würde ich mal labeln, so, ja. Da hat es halt noch funktioniert, da konntest du die Sachen stemmen, da war vielleicht auch so eine gewisse Euphorie noch da. Ja, Ja. aber Ja. das verselbstständigt sich ja und irgendwann bist du ja Sklave der Substanz und das kenne ich auch vom Crystal und vom Koks. Du sitzt wirklich irgendwann nur noch da, Ja. ballerst dir die Kippen rein und ziehst die Lines des Ja. Ziehens willens. Ja. Du bist völlig festgefahren. Ja, und dein Kopf, der rattert halt nur noch. Also die Energie ist eigentlich nur in deinem Gehirn, sag ich mal, der einfach nur Gedanken, 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 ratter, 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 Aber ratter. völlig unkreativ, völlig unproduktiv. Ja, man sitzt stundenlang da und macht nichts außer denken und ziehen und rauchen und saufen. Ich meine, ich bin ja dann auch noch Alkoholikerin dadurch geworden. Durch Speed. Ja. Erzähl mal. Ja, ich habe halt eigentlich nie groß auch nicht, also mal früher in der Jugend, klar, trinkt man mal hier mal ein Bier, aber Bier hasse ich. Also mal hier, was weiß ich, keine Ahnung, mal was getrunken, ein Sektchen oder so, aber ich war nie irgendeine große Trinkerin. So, aber irgendwann am Anfang auch, also es ging schon am Anfang los, so dass ich immer, wenn ich Speed gezogen habe, habe ich halt zum Runterkommen, habe ich immer, ich bin immer Jackie-Trinker, Jackie-Cola-Trinker gewesen. Und dann habe ich immer eine Dose Jackie-Cola Kiffen getrunken. war nicht deins. Doch, das kam auch irgendwann Okay. wieder dazu. Ich meine, das habe ich früher über 10, 15 Jahre gemacht, auch Wasserpfeife, also nur Wasserpfeife, nichts mit Bong. Joint. Ja, Bong, genau. Wasserpfeife ist ja niedlich, wie du das sagst. Die Ja, sieht man. Wasserpfeife, ja. Die alte Wasserpfeife, Ja. ja. Ja, und auf jeden Fall habe ich halt auch immer abends getrunken und so. Und es war halt so, wo ich dann in die erste Therapie bin, das war ja auch der Hammer. Weil das Ding ist, es hieß halt, ich soll in eine Langzeittherapie gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, so, und die so, ja, sie müssen auch noch einen Entzug machen. So, ach nee, das mache ich zu Hause so, ne? Ich hatte ja von Tuten und Blasen keine Ahnung, so, Aber warte ne? mal, du bist jetzt in die Therapie nicht wegen des Substanzmissbrauchs. Doch, doch. Doch, doch, okay. Doch, doch. Langzeittherapie. Ja, wegen Ja, Drogen. okay. Ja. Und Und da haben die es war. gesagt, wir müssen es aber, bevor wir hier anfangen, müssen sie erstmal eine Entgiftung machen. Ja. Aber ich habe gesagt, ach nee, ich mache das zu Hause so, ne? Die sind da gar nicht groß drauf eingegangen und ich hatte, wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe gedacht, ach, hörst du, ich habe es überhaupt nicht gerafft. Ich habe gedacht, hörst du einen Tag auf, vorher zu ziehen und dann, ja, ist das halt so, ne? Dann Genau, bist du ja ich bin ja nicht clean. süchtig. Ich kann ja einfach Ja. aufhören. Ja, genau. Du bist ja dann clean, so wenn du einen Tag entziehst, so, ne? Genau. Es Easy. rückt, ist, ja, es rückte immer näher, es rückte immer näher. Und ich denke so, ach du Scheiße, dann war es der letzte Tag und ich konnte es halt, wie gesagt, nicht lassen, gell. Ich habe mich zugeballert, zugeballert, getrunken, geballert, geballert. Und dann irgendwann, ja, keine Ahnung, die Nacht durchgemacht irgendwie. Und dann morgens wollte meine Schwester mich dann dahin fahren und ich total verstrahlt. So, ich kann nicht und so, ne? Und ich kann nicht, ich habe Angst und ich kann nicht und so. Und meine Schwester, oh Scheiße und so, was machen wir denn jetzt? Und so, du musst doch in die Therapie und so, ne? Und dann haben die da angerufen, haben gesagt, ja, dass wir ein bisschen später kommen und so, ne? Ah ja, gut, alles klar. Dann haben sie meine Sachen gepackt, ich habe dann immer richtig meine Sachen gepackt und so.
Und dann, ja, dann habe ich gesagt, ich muss noch mal kurz aufs Klo. Und dann habe ich noch mal eine schnelle Cola genommen und habe noch so Jackie, so ein Schnapsding, die Jackie in die Cola reingeschüttet und so. So, und dann saß ich dann hinten auf der Rückbank und ja, habe mich noch ein bisschen bedüdelt. Dann sind wir zu dieser Therapie gefahren und dann sind wir ausgestiegen und dann ins Büro und so. Ne? Und die so, ja, haben Sie nicht entgiftet? Und ich so, ja, nee, ich habe es nicht geschafft und so. Ja, das geht ja eigentlich überhaupt nicht so, ne? Und ich so, ja, ist ja auch nicht und so, ne? Und die so, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich so, ja, keine Ahnung. Und dann haben die halt gesagt, von was ich denn süchtig wäre, sag ich ja, Amphetamine eigentlich. Weil ich habe ja immer, bis da hast du auch noch gesagt, ich bin kein Alkoholiker. Und da haben die gesagt, na ja, gut, dann machen wir es so, wir schließen sie, jeder hat ein Einzelzimmer. Sie gehen jetzt in ihr Zimmer und bleiben 2, 3 Tage in ihrem Zimmer. Sie kommen da nicht raus, sie bleiben in ihrem Zimmer so. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann bin ich da ab in das Zimmer rein und so und habe dann auch 2, 3 Tage erstmal nur durchgeschlafen. Die haben dann immer mal nach mir geguckt und haben mir mal was zu essen dahingestellt. Und dann habe ich halt da so meinen Entzug gemacht. Aber im Endeffekt hast du ja von Amphetamine, gibt es kein Entzug in Genau, dem das Sinne. ist ja eigentlich, es geht beim Amphetamin wie beim Crystal und auch beim Pep, es geht ja ums Mindset. Ja, es ist Ja. eine psychische Abhängigkeit. Ja, 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 genau. Also weil mit Entgiftung ist da gar nicht so viel. Du hast da wird sicherlich den Alkohol, sage ich mal, rausgeschwitzt. Das hat ja Ja, einen ja. körperlichen Entzug, aber Amphetamin fängt ja bei der Psyche an. Da muss man ja ansetzen. Ja. Also das war nix. So, dann bin ich dann da raus. Naja, die Leute waren nicht so ganz begeistert von mir, weil die fanden das halt natürlich nicht drauf, gut, dass da so ein Trophy da ankommt, ne? Aber dann habe ich mich auch mit den allen so gut verstanden und so. Und da habe ich auch das erste Mal ein Mädel kennengelernt, die auf Crystal war. Ach Von du. welchem Jahr reden wir jetzt? 2016. Okay. 2016. Ich habe es ja aufgeschrieben, weil normalerweise gucke ich überhaupt nicht nach Jahren. 2016. Und die war auch aus dem Na, Osten. natürlich, wo sonst? Ich habe noch nie einen Menschen so zappeln sehen. Die hat nur gezappelt. Nur. Die konnte nicht ruhig sitzen bleiben. Die hat nur gezappelt. Also mit den Füßen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und die hat auch erzählt, dass sie das selber mal hergestellt hat. Und ihre Eltern haben das auch schon konsumiert und so. Oh, Also die das muss in war schon eine. Stream kommen. Ja, ich Ja. habe da keinen Kontakt mehr zu Ja, denen. okay. Schade. Wie alt war die denn? Oh, ich meine, ich war, ja, war die dann, die war auch so Ende 20. Und komplett durch. Richtig durch und hatte auch noch ein Kind und so dabei. Na prima. Also, aber das Kind war okay, das Kind war okay. Also ich meine so von den, ja, keine Ahnung, was man so kriegen kann. Aber das war schon echt heftig. Und ja, und dann habe ich da meine Therapie gemacht. Ich meine, es war auch ganz lustig irgendwie so, weil ja, da war so ein Mitpatienten, der hat so, ich habe früher halt auch viele mal im Garten rumgewuselt und sowas. Und da war so ein Gärtner irgendwie so. Und also das war nicht der Gärtner, sondern es war ein Patient, der halt im Garten rumgearbeitet hat und der wurde dann entlassen. Und mit dem bin ich irgendwie mal heimlich mitgegangen zu dem nach Hause. Hab mir natürlich Alkohol mitgenommen, weil ich wollte halt mal was trinken, so, ne? Während der Aber Therapiezeit. während der Therapiezeit, Okay, ja. Und auf jeden Fall, ja, habe ich da auch noch übernachtet irgendwie so. Und dann nächst, und dann, da war noch so ein anderer durchgeknallter Typ irgendwie so. Und der war mir total unheimlich. Und ich bin dann morgens aufgewacht irgendwie so. Und dann stand dieser eine Typ so wirklich so 5 Zentimeter vor meinem Gesicht und gaffte mich so an, ne? Und ich sag, das geht nicht hier für einen Film, gell? Sag, ich will sofort nach Hause, ich will sofort nach Hause. Da haben die mich nach Hause gefahren, also der eine Typ. Und dann habe ich meinen Zimmerschlüssel bei denen liegen lassen. Zu Und dann Hause war es die Therapiestation. die Therapie, Ja, okay. ja, da nach Hause. Und dann hatte ich keinen Schlüssel mehr. Und ich denke, ach du Scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich erst so gelogen und so, ne, dass ich irgendwie meinen Schlüssel verloren hätte und sowas. Aber die Therapie wusste schon längst, was Sache war. Und naja, gut, es gab ein bisschen Ärger, aber jetzt nicht so großen Ärger, aber war halt nicht so toll. Und die haben halt auch immer gesagt, ich bin Alkoholikerin, ich bin Alkoholikerin. Und ich habe gesagt, nee, 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 ich bin keine Alkoholikerin. Sei, ich bin speedsüchtig, ich trinke nur, wenn ich Speed ziehe, so, ne? Und wie oft ziehen Sie Speed jeden Tag?
Ja, gut, ich habe es verstanden. Ja. Ja, und das Krasse war ja, ich war da damals ja auch noch sehr sexuell, sehr Aktiv. aktiv und habe da lauter Treffen gemacht. Also ich Wie habe in mich. der Therapie. Naja. Erzähl, ey, du rast da nicht so durch. Das sind alles Details, die wollen wir wissen. Ja, das war voll krass. Es gibt halt so eine Internetseite, wo ich halt immer inseriert habe und so. Und ich habe das halt auch Was finanziell hast du gemacht. inseriert? Ja, halt Anzeige, so Na, wie von zum wegen, Beispiel? ich weiß gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Ja, halt Frau sucht Mann für Sex oder so, für Taschengeld, so, ne? Was für eine Zeitung bringt man das? Also das war, ich denke, es gibt ja immer noch markt.de. Markt.de. Markt.de, das ist sehr bekannt eigentlich. Ja, die haben da so eine Sex-Rubrik und da gibt es alles. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon wieder Jahrzehnte her. Markt.de ist auch so Kleinanzeigenzeug, sehe ich gerade. Erotik. Oh, okay. Darf ich mal kurz die Kategorien vorlesen? Er sucht sie, er sucht ihn. Okay. Online-Sex. Sie sucht ihn. Paare, Fetisch, erotische Massagen, Escort, Transsexuelle und DWT. Was ist ein DWT? BWT ist, glaube ich, auch was mit Ja, Transsexuelle. aber was heißt das? Das weiß ich nicht. Warte mal. Ja, okay. Ah. Ey, weißt du, was DWT heißt? Ey, wir kommen hier schon wieder vom Hundertstel ins Tausendste, ich weiß es nicht. Also DWT, bevor ich droppe, was DWT heißt, möchte ich bitten, dass die Community mir mal ein paar Vorschläge in den Chat schreibt, was sie denken, was DWT heißt. Okay, ich Und werde schon, das wird schon wieder ab 18 gesperrt hier. das ist egal. Ja, also DWT würde ich gerne mal wissen. Ich gebe euch nur 1 Minute Zeit und dann löse ich das auf. Okay, stimmt, Markus hat recht. DWT heißt Damenwäscheträger. Ach so, ah. Ja, hey, genau. ja, ich will es Also eigentlich gar nicht sehen. Ja. da gibt es wirklich krasse, Komplett. Anzeigen. Affären. Ich lese mal kurz weiter. Affären. Auch hier, getragene Wäsche. Ja. Sie sucht sie, Erotikclubs, Erotikjobs, Zubehör, sonstiges. Alright, gut, da hast du inseriert. Ja. Und Aber warte das war. mal, bei der Therapie, war das stationär oder konntest du immer nach Hause gehen? Nein, ich war ja in einer anderen Stadt. Ich war ja nicht bei mir Genau, zu Hause. also stationär. Stationär, ja, aber ich hatte ja Freizeit. Okay, dann hast du diese Anzeigen geschrieben. Gut, wie geht's dann weiter? Du hast die Anzeige geschrieben, ja? Ja, und das Coole war halt, also das war zwar auch auf dem Dorf, diese Therapie, aber es war eine größere Stadt daneben. Alter, ich habe noch nie so viel Kohle verdient wie da. Ist das so? Ja. Also ich habe so viele Treffs gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Die sind auch auf das Dorf da gekommen und so. Also das Ne, war. aber warte, wie lief das ab? Du kannst die Leute ja nicht mit auf dein Zimmer in der Station nehmen. Nein, es gibt doch Auto und es war auch im Sommer. Ah, okay. Da hat Ja, man sich es so war. auf dem Parkplatz verabredet. Ja, auf dem Parkplatz in den Wald gefahren. Also ich bin auch immer sehr lebensgefährlich gewesen, so, ne? Also, Ja, das klingt so ein bisschen. Du ja. erzählst das so normal, aber das ist für mich eine völlig fremde Welt. Weißt Ja, du? ja. Also. Ich habe da auch einen Kerl kennengelernt, das war ein ganz hohes Tier irgendwie. Also was heißt ein hohes Tier? Der ist zwar dann später in den Knast gekommen, aber der war so Millionär irgendwie. Und bei dem war ich auch. Und der hatte Security, hatte der eine ziemlich große Firma. Ja. Und hatte dann noch nebenbei irgendwie so eine Putzfirma, die er bei die Asylantenheim geschickt hat. Aber da lief irgendwie alles so auf Schwarz. Der hatte dann auch noch eine Finca auf Mallorca und er hatte ein Autoparcours vom Allerfeinsten. Und irgendwie hatten wir auch danach noch so Kontakt und so. Und der hat dann die ganzen, der wollte dann auf Mallorca, wollte der so einen Autoservice machen, so mit dicken Autos halt. Und hat die alle nach Mallorca verschippt, seine Autos. Und dann ist er aufgeflogen irgendwie kurz vorher, aber die Autos waren schon weg, wegen halt Millionenbetrug, Steuerhinterziehung. Und
Knast gekommen. Und ich habe mich noch als gewundert, weil wir wollten sowas SM-mäßiges ein bisschen aufziehen, also wir zwei zusammen halt, sodass ich halt seine Sklavin bin und so. Und auf einmal hat er sich nicht mehr gemeldet und ich denke, hey, was ist denn los? Und irgendwie so ein Jahr später so habe ich dann mal nachrecherchiert oder so, ne? Und dann habe ich auf einmal in der Zeitung gelesen hier von wegen, dass er Verfahren hat. war und so, ja, und dass er in den Knast gegangen ist. Ja, voll krass. Der wollte noch, dass ich hier, wie heißt denn diese teure Therapie? Ah, Betty Barclay? Nee, Betty Betty Barclay nicht. Ford, Betty Ford Betty Ford. Klinik. Betty Ja, Barclay ist wieder ja. was anderes, aber Betty Ford Klinik. Das ist so die Entzugsklinik für Celebrities. Ja, da war er halt auch und sagte, ja, da sollte ich hingehen und so. Und das wäre super, die wären wirklich gut und so, ne? Aber das muss man sich auch erstmal leisten können, so, ne? Und dann machst du nicht ein halbes Jahr Therapie, dann machst du vielleicht mal einen Monat Therapie. Ich meine, klar, ich habe auch von meinem Bruder, der ein guter Freund ist, auch Arzt. Und der hat halt auch gesagt, so diese Fort. Betty-Kliniken, die sind schon gut, weil die wirklich richtig Hardcore-Therapie mit dir machen, sich wirklich komplett nur um dich kümmern und so, ne? Ist halt ein Aber 1 zu 1 Programm, was die sich aber auch was kosten lassen. ja, genau. Und deswegen, ja, war das raus. Ja, auf jeden Fall wieder zurück. Ja. Dann war einmal, das weiß ich noch, ey, das war auch so krass, weil das Ding ist ja auch, wenn du so Treffen machst, da steigt ja auch Adrenalin in dir hoch und alles, ja. Du bist ja total nervös und aufgeregt, so, ne? Und das ist ja Kick, 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 ne? So, und dann hatte ich auch wieder, es war Wochenende, war Flohmarkt da in der Stadt und dann habe ich auch wieder drei Treffs verabredet. Und ein Treff nach dem anderen ist nicht gekommen. Ist nicht gekommen. Und ich war ja auch mit meinem Auto unterwegs. Und ich bin dann wieder in die Therapie gefahren und habe echt geheult. Ich habe geheult. Ich war so fix und fertig. Warum Ich habe so, geheult? ja, weil Weil du deine du Kicks siehst. nicht gekriegt hast. Ja, weil du warst ja völlig, du stehst ja völlig unter Strom. Und dann wird das nicht abgebaut. Weißt du? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber Nee, es ich wird kann, halt nicht. also ich sag mal, diese sexuellen Kontakte sind ja, kann man auch so sagen, könnte man fast so als Extremsport werten, wo es ja auch um Adrenalin und diese Kicks geht. Ja, 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 Ja? ja. Also die ist nicht vom Sportlichen, aber ich meine von den Mechanismen, die da ablaufen. Ja, Ja? ja, ja. Weil ich meine, das war natürlich auch immer ein Spiel mit dem Feuer, hast du selber schon Ja, gesagt. Hätte ja, ja. auch echt schief ausgehen können, ja? Ja, So, dass so ja. ein kranker Typ da einfach sagt, pass auf, ich lasse dich jetzt nicht mehr weg und du kommst jetzt hier mit Ja. und Ja. oder ich mache halt Schlimmeres mit dir. Ja. Also Ja. Adrenalin-Junkie irgendwie auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat auch einen Grund, da kommen wir wieder später zu. Okay. Ja, und auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich dann halt in die Therapie wieder zurückgefahren bin so und völlig fertig, völlig fix und fertig mit den Nerven war und so, ne? Und dann war da so eine russische Frau, die sah eher aus wie so eine Transvestitenfrau, also war sehr männlich, sehr groß und sehr, ne, und sagte, oh, Stella, Stella, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Und ich so, oh, sag ich, mir geht's überhaupt nicht gut, mir geht's überhaupt nicht gut, gell? Und sie so, komm mit in die Sauna, komm mit in die Sauna. Und ich so, oh lei, okay, ich komme mit in die Sauna. Bin kein Saunamensch gewesen bis dahin. Und das war dann so geil, irgendwie so. Dann sind wir in die Sauna. Und dann saß ich da in der Sauna und habe erstmal nur gelabert, nur gelabert, nur gelabert. Irgendwie sprudelte das alles so aus mir raus, keine Ahnung, so, ne? Und dieses Schwitzen und keine Ahnung. Und dann hatten wir noch einen Pool daneben. Und dieser Kick, wenn man aus dieser Sauna rausgeht und in dieses eiskalte Wasser springt. Also ab da wusste ich, warum alle in die Sauna gehen. So, ne? Weil Ja, das gibt nochmal so einen Klatsch ins Gehirn. auf Also das jeden. haut, ja, das macht so puff. Ja, das war wie bei mir zur Vater-Kind-Chor, wenn du früh um 7 aus deiner wohligen Bettdecke dich rausschälst und dann mit der ganzen Truppe bei minus 2 Grad erstmal in die Nordsee springst. Oh, Das okay. ist auch ein absoluter Schlag vor die Fresse. Und danach gehst du aber zum Frühstück wie ein Soldat. Ja. Ja. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, na gut, auf jeden Fall. Ja, war das eine lustige Zeit da? Eine lustige Zeit, ja, war eine lustige Zeit. Ja, Es war, unterhaltsame Zeit, wie auch immer. ja, Also also es war Therapie viel. hast du nicht viel gemacht, aber du hast viele Leute kennengelernt.
viel Geld verdient. Und viel Geld verdient, ja, okay. Wenn ich fragen darf, was nimmt man da so für so ein Autotreffen auf dem Parkplatz? Also so 100 Euro aufwärts. Wie läuft das? Nimm mich doch mal mit in so eine Situation. Also man trifft sich. Also Du machst ja schon einen Plan vorher, was du willst. Also ich habe mich nie unter einen Huni verkauft, sage ich mal, weil ich sage, also so ein bisschen Respekt sollte man ja schon von der Person haben. Also was heißt Respekt? Aber ne, man hat halt eine Grenze. Würdest du sagen, ist das eine Form der Prostitution gewesen? Ja, ist ja eine Prostitution. Ja, okay, gut. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ja, habe ich ja gar nicht gesagt. Ich wollte es nur mal, also du siehst das auch so. Ja, ja, klar. Okay. Ja, ja, klar. Das ist einfach deines Körpers. Ja, gut. Ja, wie gesagt, entweder für Sex habe ich 100 Euro verlangt und für Blasen 50 oder 60 oder 70. Ja, so. Und dann, das macht man halt vorher schon aus per SMS, also per Mail da. Und entschuldige, ich muss da mal reingehen. Hast du da schon eine Vorstellung gehabt von dem Typen, wie der aussieht, etc.? Oder? Nein. Aber wenn das jetzt jemand gewesen wäre, den du wirklich abstoßend findest? Dann hätte ich was gesagt, dann hätte ich gesagt, nee. Das wird nichts mit uns. Ja. Und wärst wieder gegangen? Ja. Kam das schon mal vor? Nee. Okay, gut. Ich habe ja einmal erzählt, ganz früher, wo ich das gemacht habe, im Escort, da war ja dieser dicke Mann da, so ein ganz dicker 200-Kilo-Mann. Ja. Da wusste ich das nicht. Aber ansonsten waren das immer Männer. Also, ne, also da war nie was. Ne, das waren einfach ganz verschiedene Männer so. Also da war nie irgendwas, keine Ahnung, dass sie gestunken haben oder was genau. Weiß ich. Genau, da würde es bei mir zum Beispiel aufhören, wenn jemand riecht. Ja, das geht ja auch nicht, ja klar. Nee, aber ich habe das nie bewusst irgendwie wahrgenommen oder, also es ist nie bewusst irgendwie gewesen, es waren immer anständige Männer, so. Ja, ich meine, gut, 100 Euro sind jetzt nicht viel, aber... Na, wenigstens was. Ja, man weiß ungefähr, dass sich das jetzt ein Penner zum Beispiel nicht leisten kann, so, ne? Oder zum Beispiel im Escort oder so. Ne, aber gab es, ich sage noch mal, also du merkst, ich bin gerade völlig dabei, ja, ich bin ja so detailverliebt. Ich meine, das ist ja hochrisikohaft. Ja? Gab es auch mal Situationen, wo sich derjenige nicht an die Absprachen gehalten hat? So nach dem Motto, wir haben jetzt Vaginalverkehr vereinbart, aber er will jetzt unbedingt was anderes machen. Ich habe ja alles gemacht, Groß. Ach so. Entschuldigung. Okay. Ich hab anal gemacht, ich habe vaginal gemacht, Blasen, ich meine, was will er mehr? Ja, was will er mehr, stimmt. Meist Männer wollen Blasen und vielleicht auch noch Analverkehr, aber das habe ich auch geliebt, früher. Aber jetzt hör mich mal bitte ab, pass mal auf. Also, wir sind jetzt in einem Auto, VW Golf. Ja. Ja? Ja. Analverkehr im VW Golf. Nein, das geht nicht. Da eben. Geht man raus. Dann geht man vielleicht besser raus. Raus, aber wo raus? Ins Gebüsch oder wie? Gehen so, ne? So. Oder ich hatte auch einen, der hatte einen Bus, so einen Bus. Und dann hat man sich halt hinten in den Bus reingelegt, so. Also. Das Bus ist ja bequem. Ja. Ja, aber das ist alles möglich. Alles möglich. Wenn man will, geht das. Ja, klar. Ja. War das für dich auch eine Form der Bestätigung? Ja, klar. Also wie gesagt, ich denke mal, ich war da auch süchtig danach. So, ne? Süchtig Weil ich wonach, bin, genau. Ich bin ja auch immer gekommen. So, ne? Also sexsüchtig, würdest du das so labeln? Ja, schon. Dass es auch so in die Richtung ging. Weil aber sexsüchtig ist ja auch so ein Allerweltsbegriff. Es hat, denke ich mir, schon viel mit Ego zu tun, oder? Also man fühlt sich begehrt, man ist das so ein Korridor? Und man hat einfach Spaß. Ja, stimmt. Es macht einfach Spaß. Okay. Ich zerdenke da schon wieder viel zu viel, oder? Ja, also Ego weiß ich nicht. Also ich hatte einfach nur Spaß an der Geschichte. So, ich habe einfach Spaß gehabt. Und hast noch Geld dafür Männer gekriegt. Zu befriedigen und mich zu befriedigen. Und das Geld hat mich halt auch geil gemacht, ne? Weil ich meine, das macht einen auch geil, wenn du dann die Scheine da hast, musst du nicht auf jeden Cent achten, so, das ist auch cool.
Ja, gut. Ich muss ja gerade im Chat mal ein bisschen was. Also, es ist ein wilder Stream und Chat heute, muss ich wirklich sagen, aber sehr erfrischend. Wir haben jetzt gar nicht mehr über Speed geredet, aber gut. Ja, ich merke das schon wieder. Ja. Okay, gut, dann machen wir weiter jetzt. Also, dies war die Therapie. Da gab es immer diese Bekanntschaften auf dem Parkplatz. Ja. Ganz normal so, halt. Ja, ganz normal. Aber nochmal zur Therapie zurück jetzt. Aber die war gut. Es waren zwar überwiegend Alkoholiker. Also da waren vielleicht ein, zwei, die Pep gezogen haben. Ein Haschisch-Typ vielleicht. Aber ansonsten waren das alles Alkoholiker. Und das fand ich halt immer, ich meine, Sucht ist ja Sucht. Klar, ist mir schon klar. Aber trotzdem ist es, finde ich, ein bisschen unterschiedlich. Aber die Therapie war trotzdem gut. Weil wir hatten auch Einzelgespräche, die gingen über eine Stunde mit den Therapeuten, da konnte man viel besprechen. Und der sagte auch, der hat ein Wohnmobil. Der sagte, Stella, lass ja die Finger von meinem Wohnmobil. Der hatte schon Schiss, dass ich das wegnehme und da Sachen mache. Naja. Okay. Und auf jeden Fall, die Therapie war gut. Die ging dann 3 Monate. Und dann bin ich da raus und es war so eine Teiltherapie, 3 Monate stationäre und 3 Monate ambulante Therapie. So, dann war es aber so, ich bin da raus, bin nach Hause, bin auch umgezogen in der Zeit, also meine Schwester hat einen Umzug gemacht, wo ich in Therapie war, ich bin dann auch umgezogen, andere neue Umgebung und so. Und auf jeden Fall denke ich auf einmal so, fuck, was ist denn hier los? Hier ein Trigger Alkohol. Und ich denke, ach du Scheiße, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich wirklich ein Alkoholproblem auch habe. Dass ich überall irgendwelche, zum Beispiel, wenn ich mich mit Männern getroffen habe, habe ich mal ein Sektchen getrunken. So, oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gemacht habe, habe ich ein Sektchen getrunken. Und da wusste ich dann auch endlich mal, was ein Trigger ist, so, ne? Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, du hast jetzt echt ein Problem, so, ne? Also die haben in der Station, die haben schon recht gehabt. Ja, klar. Ja. Genau. Aber mir war das halt nicht bewusst. Mir war das einfach alles nicht so bewusst, ne? Du bist halt in deinem Ding. Ja, und dann, dann war es halt so, dass, was ich halt unmöglich finde, dass in der ambulanten Therapie überhaupt kein Platz frei war. Ja, und ich bin dann hier draußen im Leben geflogen und kam mit mir vorne und hinten nicht mehr klar, wusste überhaupt nicht mehr, was los ist und bin total depressiv wieder geworden. Und schwuppdiwuppdiwupp, bum, 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 war ich wieder drin. Im Speed? Also auf Speed, auf Alk. Also im selben Programm wie vorher. Ja. Es hat wie lange gedauert? Ein Monat? Ja, mit Alk war es vielleicht ein Monat höchstens. Also das ging ratzifatzi, war ich wieder drin. Also das war scheiße. Also es war erst Alkohol, genau, es war erst Alkohol, weil dann hatten die einen Therapieplatz frei, da war ich 1-2 Mal, aber da ich halt rückfällig geworden bin mit hier mal eintrinken, haben die dann halt gesagt, so ja, das war's. Und ich so, na super, ganz toll, so, ne? Ganze Scheiße umsonst gemacht. Und du hast aber gut Geld verdient. Das muss man ja erwähnen. Ja. Ja, und dann war ich halt wieder drin in meiner Geschichte, so, ne? Und, naja, gut, mir hat man das auch immer nicht so extrem angesehen, dass ich so drauf war, so, ne? Und, aber dann war zum Beispiel, hatte ich eine Gebärmutterentfernung. Ja. Und zwar, das kam dadurch, weil ich so viel Amphetamine gezogen habe. Oh, das ist aber spannend. Okay. Ja. Warum? Weil, wenn ist da man was verkümmert? Nee, das Ding ist, also viele Frauen kriegen ja, wenn sie amphetaminsüchtig sind, überhaupt nicht ihre Tage. Ja. Die bleiben dann auf einmal weg so durch das Amphetamine.
Oder es gibt Frauen wie ich, die bluten dann wie die Schweine. So, und das ging halt so 20 Tage lang immer so, ne? Also es ging richtig lang. 20 Tage lang. Ja, also was heißt 20? Massivste Blutungen. Ja, das hat dann immer so, also, naja, nicht 20, aber 7, 14, 14. Also es waren immer so 7 Tage, dann war ein Tag minimal, also weniger, und dann ging das Ganze wieder von vorne los, 7 Tage Hardcore. So, und Belastend. das hat der Arzt sich halt eine Weile angeguckt. Ich habe es halt mit dem Arzt besprochen und so, ne, also das gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich amphetaminsüchtig bin. Bescheuert. Der hat mich dann versucht, mit irgendwelchen Medikamenten und so, aber es hat nichts Aber gebracht bei ich mir würde gerne so. mal kurz da stehen bleiben. Also ich Ja. finde, wenn solche schwerwiegenden körperlichen Folgen da schon sind, Ja. das ist für die Ja. Leute auch da draußen und das denke ich mir auch genau dein Tipp. Man Ja. muss da die Karten auf den Tisch packen. Das bringt sonst nichts. Ja, eigentlich hätte man das machen Na sollen, klar, ja. es ist so eine Verarsche an dem Arzt, finde ich. Der will dir Ja. helfen und du verschweigst ihm eigentlich die Hauptursache. Ja. Ja, wollte ich nur Und, mal kurz so sagen, weil das ich wichtig finde. ja. Ich meine, ich war dann 17, ich weiß gar nicht, ich war da schon ein paar 40. Und wie gesagt, der hat sich das ein halbes Jahr angeguckt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt müssen wir was machen. Und dann sagte er, erschrecken Sie bitte nicht. Aber was sagen Sie dazu, wenn wir die Gebärmutter entfernen? Und dann hing ich erstmal da so, Schluck. Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, ich bin jetzt ein paar 40 Jahre. Ich werde jetzt keine Kinder mehr bekommen. Kinderwunsch ist abgeschlossen. Abgeschlossen, von daher raus mit dem Ding, ne? Ja, aber das war, wie gesagt, ich meine, gut, der Arzt, sag ich, muss ich auch dazu sagen, der hatte hier in der Klinik Betten und die musste er auch voll kriegen. Okay. Davon gesehen. Aber es war so eine Win-Win-Ding, aber es ist halt schon hardcore, ne? Also es ist wie schon, ich nehme das immer alles so auf die lockere Schulter, aber eigentlich ist es keine lockere Schulter zu nehmen, ne? Eine Gebärmutterentfernung, eine Total-OP ist für eine Frau Ja. schon ein heftiger Eingriff, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, wie gesagt, dadurch, dass ich älter war, war es nicht so schlimm, aber Aber die trotzdem. Eierstöcke haben sie drin gelassen wegen der Hormonbildung sicherlich auch, oder? Na gut, ich habe eh nur noch einen Eierstock, weil den anderen Eierstock hatten sie damals bei der Geburt entfernt, weil das nicht mehr in Ordnung war. Ja, ich meine, Okay. ich habe keine Ahnung, ob ich in die Wechseljahre schon gekommen bin oder schon wieder bin oder rein bin und raus bin. Weil ich mein, man hat ja eben irgendwelche Wallungen, wenn man drauf ist. Okay, Nein. gut. Also, Total-OP, Gebärmutter rausgenommen. Ja, ja. Und das lag zu 99% Am an den Speed. Anfängen. Ja. Ja. Ja, dann, wie Ist gesagt, ich natürlich war. heftiger Scheiß, by the way, ja? Dass man so viel Pep gezogen hat, dass einem die Gebärmutter rausoperiert werden muss. Muss man mal so erwähnen jetzt. Ja. Okay. Also ja, das ist alles eigentlich unfassbar. Eigentlich ist das richtig krass. Richtige Scheiße. Ja, und auf jeden Fall, ich war ja auch immer so depressiv und so. Teilweise mehr und teilweise weniger und so. Und ich hatte eine Psychiaterin, Psychiaterin auch. Und ich hatte immer das Problem, dass mir der Antrieb fehlt, dass mir der Antrieb fehlt und so, ne? Und dass ich so depressiv bin und so, ne? Und irgendwann sagte die Psychiaterin so, ja, ich glaube, wir müssen mal, machen Sie mal einen ADHS-Test. Und ich denke mir, what? Was hat denn jetzt ADHS mit meiner Depression zu tun? Habe ich mir nur gedacht. Aber habe ich gedacht, naja, mein Gott, wenn Sie meinen, mache ich einen ADHS-Test. Gut, dann habe ich mich da angemeldet. Das dauert ja immer einen Moment und dann geht das auch eine Zeit lang, weil da macht man ja verschiedene Tests. Ja, und auf einmal kam raus, dass ich ADHS habe. Und ich denke mir, Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt schon wieder verkehrt so, ne? Und war völlig geschockt. Darum hat das Speed bei dir vielleicht auch ganz gegensätzlich gewirkt. Ja. Ja, weil wenn Leute bei ADHS in die Speed ziehen, werden die eigentlich fast ruhiger dadurch. Ja. Man merkt es halt nicht so, ne? Ja, klar. Man wird irgendwo Ja. ausgeglichener. Ja. Weil sie hat halt gesagt, ihre langjährige Speedsucht so, ne? Deutet darauf hin, so, ne? Ich war völlig, völlig entsetzt und völlig fertig. Und dann sagte die Psychiaterin, ja, warum sind Sie denn jetzt so fertig? Warum belastet Sie das denn so? Also die anderen Leute freuen sich eigentlich immer, wenn sie das hören, so, ne? Wenn sie eine Antwort kriegen.
Ja, genau, aber ich so, ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass was mit mir nicht stimmt, so, ne? Also ich habe ja immer gedacht, ich bin so normal, so irre, so, das wäre Nee. normal halt, Ja, ne? ja. Und vor allen Dingen das Ding ist ja, ADHS, man darf das alles, es gibt so viele verschiedene Arten, weil ich war jemand, der gesagt hat, ADHS gibt's nicht. Ich war immer der Mensch, der gesagt hat, ADHS, das sind einfach nur Jungs, die irgendwie nicht richtig, weißt du, früher sind wir im Wald. Simulanten. Nee, nicht so im Land, aber wir sind früher in den Wald gegangen und haben Ja, gespielt und ja. alles Mögliche. Das macht die Jugend oder die Kinder ja heutzutage Ach, du kaum noch. meinst, das ist so eine Stubenhockerkrankheit? Ja, die einfach nicht ausgelastet sind. So habe ich das gedacht, obwohl ich dann einmal in einem Haus gewohnt habe, wo ich dann so einen Jungen erlebt habe. Und da habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, so, ne? Weil der hat wirklich nur gezappelt. Ne? Ja, aber man hat ja auch von diesem ADHS einfach diesen Sichtpunkt. Also man denkt so, das sind so überaktive Jungs. Ja, man weiß aber gar nicht, dass ADHS noch viel, viel, viel mehr ist. So, ne? Deswegen habe ich auch viel später erst verstanden, warum die Frau zu mir gesagt hat, weil ich so Depressionen und keinen Antrieb gefunden habe, warum die gesagt hat, machen Sie mal einen ADHS-Test. Weil es ist ja das, dass die ADHSler gerade keinen Antrieb haben. Die kommen nicht vorwärts, die fangen gar nicht erst an, weil sie den Adrenalin, weil das Dopamin nicht ausgeschüttet wird, weil man, ich, ach Gott, da könnte ich, ach, das ist schlimm, wir finden einfach keinen Anfang, so, wir zerdenken alles, wir zerdenken alles, aber finden diesen normalen Antrieb, zum Beispiel morgens aufzustehen oder irgendwas zu machen oder anzufangen, wir fangen einfach nicht an, wir kriegen es nicht gebacken, anzufangen. Und das ist das, was auch bei Frauen zum Beispiel auch sehr stark ausgeprägt ist. Ne? Und damit habe ich halt bis heute noch zu kämpfen. Und jetzt auch gerade in meiner Clean-Zeit. Ich habe das jetzt die ganze Zeit so von mir geschoben. Aber ich kriege halt hier im Haushalt, ich meine, gut, das Nötigste mache ich halt. Ne? Aber das ist für mich jedes Mal ein riesengroßer Kampf, um irgendwie loszustarten, was zu machen. Man könnte denken, ich bin faul, aber ich bin nicht faul. Es ist einfach nur, dass dieser Trieb nicht bei mir ist, mich Aufzuraffen. ja, also einfach loszulegen. Ne? Man zerdenkt sich eher alles in seinem Hirn irgendwie so in tausend Teile und hat dann einen riesen Schädel, weil man sich alles zerdenkt hat, aber hat wieder nichts gemacht. So, ne? Und das ist halt mit dem Amphetamine. Ich habe das genommen und dann konnte ich loslegen. Und ich habe zum Beispiel, ich habe dann Medikinet bekommen Ja. und das war, also ich habe mich komplett verändert, Ja, das ne? ist ja, also Medikinet ist ja eigentlich so fast medizinischer Speed. Ja, genau. Ist wie ist Ritalin, Medikinet. Genau. Dann habe ich auch noch Elvanse mal bekommen, aber erstens hatte ich immer noch meine Speedsucht dabei, von daher konnte das sich nicht richtig entfalten. Und zweitens, bei dem Medikinet, also wie gesagt, ich war ein Mensch, der immer dazwischen quatscht. Ich war ein Mensch, der immer überdreht war. Ich war immer hier, ba, 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 so hast du nicht gesehen und so. So, dann habe ich dieses Medikinet genommen und ich war auf einmal ruhig. Ich habe nichts mehr gesagt. Und das war so erschütternd für mich, so erschreckend für War mich. das schön oder war das beängstigend? Oh, beängstigend. Okay. Ich meine, klar, es ist mal angenehm, die Fresse zu halten, so, ne? Aber wenn man das nicht gewöhnt ist. Ja, das warst halt nicht mehr du. Ja. Und auch, ich meine, ich höre ja meine ganzen Stimmen innen so, ne? Ich habe ja tausende von Stimmen irgendwie so, ne? Und auf einmal ist es da leise. Und du hörst innen gar nichts mehr. Das ist auch erschreckend, weil du dein Leben lang das gewöhnt warst. Du hast ja gedacht, das ist alles normal. Wie gesagt, ich habe ja nicht gedacht, ich bin unnormal. Ich habe gedacht, meine ganzen Macken ist mein Charakter, ist meine Herkunft, ist mein Sternzeichen und so weiter. Aber ich wusste nicht, dass diese Krankheit das ist. So, ne? Also, das war schon ziemlich, also, es hat mich ganz schön, ja, weil man dann auf einmal überlegt, wer ist man Verunsichert eigentlich? irgendwo. Ja, man weiß gar nicht mehr, wer man ist. Ja. So, ne? Weil ich, wie gesagt, 44, 45 Jahre habe ich so gelebt. Und ich habe das immer auf meinen Charakter geschoben, auf meine Herkunft geschoben, auf mein Temperament geschoben, so, ne?
Und auf einmal heißt es, nee, nee, das ist die Krankheit. Und dann kriegst du so ein Medikament und dann sitzt du da in der Ecke und hältst einfach die Fresse. Und alle fragen, ey, alles okay mit dir? Alles okay mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. Also, naja. Da muss ich halt jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt keinen Speed mehr nehme, bauen sich natürlich die Probleme wieder größer auf. Halt, wie gesagt, diesen Anfang hier zu kriegen und einfach loszustarten. Ich liege halt ewig oft, also eigentlich immer depressiv im Bett und zermarter mir meinen Kopf. Und das ist halt auch kein Leben, ne? Das geht halt auch nicht, weil, wie gesagt, ich muss ja auch irgendwann. Ich meine, ich habe hier ein tolles Haus, ich habe einen schönen Garten, ich habe alles, was ich haben will, also was man haben möchte. Und ich kann es nicht nutzen, weil ich depressiv im Bett liege. Und dann ist auch egal, ob die Sonne scheint oder nicht scheint, ne? Das juckt mich dann nicht, Also ne? ich sag mal, das cleane Leben ist es auch nicht so der Hammer. Nee, weil ich halt depressiv. Eigentlich wäre es schön. Also zum Beispiel auf der Arbeit oder so funktioniere ich Bombe. Das macht mir Spaß. Ich bin in Action und ich mache und tue und mache, ne? Aber privat, alleine zu Hause, ich vegetiere nur vor mich her hier. Und ich denke mir auch, oh Mann, du könntest so schön haben und so, du könntest das machen, dies machen, aber du findest diesen verdammten Antrieb nicht. Du findest den Anfang einfach nicht. Und es kostet dich Unmengen Kraft, überhaupt einen Anfang zu finden. Und es dauert alles ewig irgendwie, ne? Bis du den Anfang findest, wenn du ihn findest. Und wenn du ihn nicht findest, ich weiß es nicht. Ich meine, ich hatte jetzt einen Rückfall mit Speed. Das war halt, ich habe jetzt 3 Monate, 4 Monate, habe ich hier im Haus kaum richtig, also ich habe zwar hier oberflächlich geputzt oder aufgeräumt, aber ich habe hier nicht so eine richtige Grundreinigung gemacht, weil ich das alles vor mir vorgeschoben habe, weil ich das mit Speed verkuppel. Und auf Speed war es in einer Stunde alles erledigt. Ja, genau. Ich meine, das ist mir egal, aber ich habe wenigstens angefangen und es hat Spaß gemacht und ich meine, es ist egal, ob es Spaß macht oder nicht Spaß macht, aber du hast angefangen und hast es einfach gemacht. Du hast es nicht so zerdacht. Man liegt ja dann da und denkt, fange ich es an, fange ich nicht an, was kommt mir da für eine Ausrede? Bist einfach aufgestanden und hast getan. Genau. Und nicht drüber nachgedacht. So, das war jetzt 2, 3, 4 Monate. Das hat sich so in meinem Gehirn aufgestaut, bis ich dann gesagt habe, jetzt muss ich was machen. Ich habe noch abends geheult wie ein kleines Kind, ne, weil ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Was machst du dich so fertig? Warum kriegst du das nicht gebacken und so, ne? Und eine Freundin hat sich dann angeboten, mir zu helfen auch so, ne? Und durch Zufall, weil ich habe gedacht, oh ja, dann habe ich noch die Nacht, habe ich von bergenweißen Pep geträumt, von blaue, grüne, gelbe Pep, ne, alles Von Mögliche. Gebirgszügen aus Pep. Ja, so ungefähr, ne? Wahnsinn, Und ja. ich bin morgens aufgestanden, war fix und fertig. Ich denke, ach du Scheiße und so, ne? Und habe gedacht, ey, Allah, ich weiß nicht, ne? Und ich habe immer mehr Druck in mir verspürt, immer mehr Druck. Und durch Zufall, es war wirklich Zufall, es war nicht geplant, es war wirklich Zufall, weil ich noch gedacht habe, ey, was, wenn es losgeht, was passiert? Kriege ich einen Nervenzusammenbruch? Fange ich an zu heulen? Fange ich an rumzuschreien wie eine Irre? Was passiert? Weil ich so einen Druck in meinem Körper hatte, so in meinem Gehirn auch so, ne? Und durch Zufall war eine Bekannte hier an dem Tag, die meiner Tochter die Haare geschnitten hat. Und die hatte was dabei. Und dann war das natürlich keine Frage mehr. So, ne? Dann habe ich ein, zwei gezogen und dann war wieder gut. Und dann habe ich die Bude gerockt, so, ne? Aber das war so eine Erfahrung, wo ich gesagt, ich, wie gesagt, wäre das jetzt nicht, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich weiß nicht, was meine Psyche gemacht hätte, so, ne? Ja. Also das Thema ist nicht erledigt. Nee. Also ich, wie gesagt, ich hatte jetzt einen Rückfall mit Arthur. Ich muss halt zu meiner Psychiaterin und ich muss halt mit ihr reden, muss halt da eine Lösung finden, ne? Wie mein Gehirn funktioniert einfach. Weil, wie gesagt, das ist keine Faulheit oder das ist ein, das, mein Gehirn ist einfach im Arsch. Ja, mein Gehirn ist wirklich im Arsch. Wegen verschiedener Gründe. Ich meine, ich nehme ja auch Phenlafaxin, Quercetin, Risperidon. Also ich nehme ja auch einige Tabletten, ne, um meine Psyche stabil zu halten. So, ne? Also. Naja, Stella, wir sind eigentlich Ja. durch für heute.
Habe ich dich genug vollgequatscht? Nee, nee, das war super. Also ich liebe das, wenn Leute mich zuquatschen. Also ich finde es viel schlimmer, wenn ich hier den Leuten jeden Satz aus der Nase ziehen muss. Weißt du? Nee, nee, also ich meine, das schreit ja, das ist ja auch eine sichere Bank nach dem dritten Stream, ja. Ja. Und dann kriegst du auch deine Playlist ab dem dritten Stream, genau. Und das wird natürlich jetzt in den Juli reingehen. Ja. Aber ich finde immer so diese 2 Monate Unterbrechung, die wir haben, und wir sind ja auf Facebook Ja. auch verbunden, ja, Ja, ist immer mal so ein schöner Marker, was ist in den letzten 2 Monaten passiert. Ja. Gut, meine Ach, Liebe, dann hau doch nochmal raus, was dir jetzt noch wichtig ist. Vielleicht willst du jemanden grüßen, vielleicht hast du noch eine Botschaft, die du droppen möchtest. also ja, also erstens grüße ich alle meine Mädels, die mir zuhören hier. Die wissen Bescheid. Hallo, hallo. Ich sage jetzt keine Namen, weil sonst nimmer. Dann sage ich auch mal Hallo, ja, hallo. Ja, dann wollte ich sagen, dass ich jedem Jugendlichen, jungen Erwachsenen rate, wenn er psychische Probleme hat, doch wirklich eine Gesprächstherapie aufzusuchen, um seine Kindheit zu verarbeiten. Weil ich kriege halt viel mit, wie viele bei dir ja halt mit der Kindheit Probleme haben und dass eine Therapie wirklich hilft, so eine Gesprächstherapie, um das alles zu verarbeiten. Und ja, ich finde es halt krass, wie viele Menschen, junge Menschen auf Opiate sind. Ja. Das ist echt Ist, mega. das ist eigentlich das Thema der Stunde, finde ich. Das ist Wahnsinn. Ja, Das ist Wahnsinn. und mein Kanal hier Ja. bildet das eigentlich ungefiltert ab, wie viel junge Menschen 18, 19 Ja. Jahre komplett schon auf Opioiden hängen geblieben sind. Die werden zum Beispiel, wird es das nicht geben, diese Medikamente, die wären nicht alle auf Heroin. Nee. Nee, die würden halt kiffen oder Speed ziehen, aber die wären jetzt nicht komplett auf Oxys. Ja, auf diese ganze Opiate, ne? Also das ist Wahnsinn, das erschreckt mich auch mega, mega. Ja, ich hoffe, dass die alle gut da durchkommen und clean werden und das nicht unterschätzen irgendwie, das Ganze, weil das ist ja echt heftig, ja. Alle liebe Grüße, die zugehört haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Dann kommt 10 Jahre Sucht Teil 2. Alright. Stella, du bleibst noch kurz in der Leitung, wie immer. Und ich bedanke mich bei dir und bei euch für diesen tollen Stream. Das war ein super Vormittagsstream, finde ich, ja. War richtig, richtig unterhaltsam, hat mir viel Spaß gemacht. Und meine Lieben, genießt das Wetter draußen. Wir sehen uns morgen wieder. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao. Wir sind raus, meine Liebe.